Willkommen Ihnen hier am Bildschirm und nicht in Urania, wie bei den letzten Veranstaltungen des Projektes Stadt Natur Berlin ökologisch denken. Ich bin Thomas Prinzler, Wissenschaftsjournalist, und ich begleite Sie jetzt durch den frühen Abend bei diesem Zoom-Webinar mit Professor Dieter Neher von der Universität Potsdam. Mit der veranstaltet die Urania diese Reihe gemeinsam. Das Webinar besteht aus zwei Teilen, und zwar im Chat, zunächst einem Vortrag, und danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar im Chat. Den Tab finden Sie unten an Ihrem Bildschirm. Ich werde dann Ihre Fragen aufnehmen, sie eventuell bündeln und an Professor Neher weitergeben. So viel zum Prozedere des Ablaufs. Ging es in letzten Meetings um Fragen des Wassers mit Axel Bronstadt und mit Ortwin Renn um Klimaschutz, steht die heutige Veranstaltung ganz im Zeichen der Energie. Woher kommt die Energie der Zukunft? Welche Möglichkeiten gibt es für eine emissionsarme Energiegewinnung? Und reichen Wind, Sonne, Biomasse aus den immer noch steigenden Energiebedarf in Deutschland, Klammer auf, und der Welt zu decken? Oder kommt nach dem Atom- und Kohleausstieg der Blackout? Immerhin soll Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Das sei ein gigantisches Transformationsprojekt, sagt der neue Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es gibt daran berechtigte Zweifel, auch unter Experten und nicht nur bei Kritikern. Aber wie ist nun eine energieeffiziente und emissionsarme Energiegewinnung zu erreichen? Hören und sehen Sie jetzt den Vortrag von Dieter Neher, den ich herzlich begrüße. Herr Neher ist Professor für Physik weicher Materie am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam. Er studierte Physik an der Universität in Mainz, forschte danach in den USA, unter anderem am Optical Science Center in Tucson, Arizona, und am Center for Research in Electro-Optics and Lasers, Orlando, Florida. Seit 1998 hat Herr Neher nun die Professur für Physik in Potsdam inne. Jetzt also Ihre Bühne, Herr Professor Neher, aber zunächst bitte erklären Sie uns doch auch kurz, was die Physik weicher Materie ist. Im Anschluss ist dann Zeit für Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Prinzler. Und natürlich auch danke an die Frau Franziska Benger, die diese ganze Reihe mitorganisiert. Genau, ich sage gleich, was weiche Materie ist. Stelle mich auch ganz kurz vor, Sie haben ja schon gesagt, die Tenier Physik und Optoelektronik weiche Materie. Das ist sozusagen, wie die Professur heißt. Ja, weiche Materie, nur ganz kurz, weiche Materie ist im Wesentlichen molekulare Materie. Also nicht die klassischen, was weiß ich, in Stein, kovalent gebundenes, dreidimensionales Netzwerk, sondern denken Sie an Proteine, denken Sie an Kolloide, denken Sie an sich selbst. Sie sind ein Hybrid aus weicher Materie, ganzen Muskeln, Gehirn und so weiter, und harte Materie, das sind die Knochen. Und warum weiche Materie so interessant ist, weil weiche Materie natürlich viel responsiver sind. Ohne unsere ganze weiche Materie um uns herum können wir ja gar nicht agieren. Da würden auch die harte Materie nicht reichen. Aber tatsächlich forsche ich nicht an biologischen Prozessen, sondern an ganz anderen Themen. Und damit will ich eigentlich mal die Präsentation auch starten. Also natürlich alle von Ihnen an Ihren Bildschirmen zu Hause. Willkommen. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass wir das Ganze nicht, na, jetzt funktioniert es, dass wir das Ganze hier über Bildschirme machen müssen und nicht direkt uns sehen. Da ist die Diskussion ja auch viel lebhafter, wenn man sich sieht, aber das ist leider nicht möglich. Gut, versuchen wir es so. Also genau, ich sitze am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam, und was wir im Moment ganz intensiv betreiben, ist tatsächlich Photovoltaikforschung, und das schließt auch, wie Sie nachher sehen werden, sogenannte weiche Materie mit ein. Ich selbst habe eben die Professur für Physik und Optoelektronik, und innerhalb des Instituts gibt es noch zwei weitere Gruppen, die an Photovoltaik forschen. Die Frau Professor Shohai, die insbesondere an organischen Halbleitern arbeitet, weiche Materie. Und dann der Martin Stoltefurt, der sich der Forschung an sogenannten Perovskiten
beschrieben hat und was das ist, das will ich Ihnen auch im folgenden Vortrag erzählen. Wollte noch sagen, ich werde nicht alle Fragen beantworten können, die Herr Prinzler aufgeworfen hat, aber Ihnen zeigen, wo auch wirklich im Moment Bottlenecks sind und wo wir in Potsdam auch Forschung betreiben, um zumindest dieses Traums dieser sehr emissionsarmen Energiegewinnung ein bisschen näher zu kommen. Da kommen wir gleich zum Thema Energieverbrauch. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon viel damit beschäftigt haben. Ich komme jetzt mit ein paar Zahlen, die aber ganz interessant sind, um einen Eindruck zu gewinnen. Da müssen wir erstmal zu sagen, was ist Energieverbrauch? Die erste Maßzahl, die benutzt wird, ist die Primärenergie. Das ist die Energie, die in den primären Energieträgern Kohle, Holz, Rohöl, Wind gespeichert ist. Und Deutschland verbraucht pro Jahr die gigantische Zahl von 12.900 Pentajoule. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was das ist. Oder 3.580 Terawattstunden. Auch das klingt enorm. Man kann es aber ganz gut runterbrechen. Pro Einwohner sind das 42.000 Kilowattstunden. Das kann man deshalb ganz gut verstehen, weil wenn Sie einen Haushalt haben mit 4 Personen, dann ist die Stromverbrauch so ungefähr 3000 Kilowattstunden und Sie sehen, was aber primär insgesamt verbraucht wird pro Kopf, ist mehr als das 10-fache. Wir brauchen also unglaublich viel Primärenergie, um unser Leben hier in Deutschland zu gestalten. Immer jetzt ein anderes Beispiel, was ich gerne auch bei der Ringvorlesung bringe, die wir hier von der Uni Potsdam aus organisieren. Die ist dann immer im Sommer, nicht im Winter. Man kann sich mal vorstellen, angenommen, dieser Gesamtverbrauch von Primärenergie würden wir liefern über Erdöl. Ja? Wie funktioniert das? Wenn Sie Erdöl oxidieren, dann oxidiert zum Teil der Wasserstoff, gibt Wasser und dann der Kohlenstoff gibt CO2. Und ganz interessant ist, ein Liter Öl gibt Ihnen 10 Kilowattstunden und dabei werden 2,5 Kilogramm CO2 emittiert. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, was wir als Primärenergie verbrauchen in Deutschland und rechne das pro Kopf um, dann entspricht das, als würden wir energetisch 4.200 Liter Erdöl pro Kopf und Jahr nutzen. Die Zahl ist interessant, weil die ist viel und wenig. Man kann damit 2 Mittelklassewagen herstellen oder Sie nehmen einen sparsamen Wagen und fahren 2-mal um den Globus herum oder Sie fliegen 3-mal nach Melbourne hin und zurück. Und das zeigt Ihnen, dieser Energieverbrauch, also wie viel Primärenergie verbraucht wird, ist viel, aber auch was Handhabbares. Wenn Sie auf das nächste Auto verzichten, dann haben Sie schon wieder mal ein bisschen von Ihrem Jahresbudget reduziert oder einfach weniger nach Australien fliegen. Ja? Also es zeigt Ihnen einfach mal, über welche Größenordnung wir reden. Und dann emittiert man, und das ist eine Zahl, die Sie sich merken sollten, diese Vorhersage sagt, pro Kopf und Jahr 12 Tonnen CO2. Wenn wir alle unsere Energie aus Erdöl gewinnen würden. Jetzt sagen wir natürlich, tun wir ja nicht, wir sind ja schon viel weiter. Ja, wir haben ja schon Strom aus Wind und Solar, sind wir eigentlich schon viel besser als diese einfache Abschätzung. Und leider sind wir da noch gar nicht so weit weg. Das ist eine Zahl, die stammt, glaube ich, aus dem Jahr, ist vor 2 Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Und da steht hier Germany, Deutschland mit 9 Tonnen CO2 pro Bewohner. Wir sind also von diesem einfachen Modell, was ich Ihnen gezeigt habe, wo die Gesamtenergie aus fossilen Stoffen gewonnen wird, gar nicht so weit weg. Ich werde Ihnen dann auch gleich erzählen, wo die großen Probleme liegen, eigentlich Energie wirklich sinnvoll herzustellen und zu nutzen. Jetzt diese Zahl sagt Ihnen, pro Einwohner haben wir eben fast 10 Tonnen pro CO2 pro Person, die wir in die Luft blasen. Und da fragt man sich ja natürlich gleich, wie viel dürfen wir noch? Das hier ist eine Abbildung, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Das ist sozusagen, was, wenn wir unser 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, wie viel dürfen wir insgesamt ausstoßen
Ja, wie viel dürfen wir insgesamt ausstoßen in den nächsten Jahren? Und das Restbudget ist für ganz Deutschland 7,3 Gigatonnen. Heißt, pro Einwohner ist das 90 Tonnen CO2. Dann muss Ende sein. Das können Sie ganz einfach rechnen. Ne? Derzeit sind es 10 Tonnen. Wir dürfen 90 Tonnen pro Einwohner ausstoßen. Das heißt, wir dürfen noch 9 Jahre genau so weitermachen und dann muss null sein. Das macht natürlich keinen Sinn. Wir müssen hier die Treppe runter und das ist tatsächlich, wie ich Ihnen erzählen werde, auch gar nicht so einfach, diese Treppe eben relativ schnell runterzulaufen, weil da stehen physikalische Probleme im Vordergrund. So, das Ziel ist also sehr schnell runtergehen vom CO2-Ausstoß und dann fragt man sich erstmal, naja, CO2-Ausstoß kommt vom hohen Verbrauch von Primärenergie. Kohle, Erdöl, Erdgas. Das sind die, die uns die meisten CO2-Probleme machen. Das wird zu einem anderen Thema, nämlich die Frage, wie viel Energie nutzen wir eigentlich? Die Primärenergie ist die Energie, die größtenteils chemisch oder auch hier in Bindungsenergie in diesen fossilen Energieträgern gespeichert ist. Die Nutzenergie ist das, was wir wirklich als Energie nutzen. Beispiel, wenn Sie ein Auto beschleunigen, erzählt Ihnen der Physiker, brauchen Sie Beschleunigungsarbeit. Das ist mechanische Arbeit. Ja? Sonst wird es nicht schneller. Sie müssen einfach kinetische Energie gewinnen. Und das wollen Sie. Das heißt, nutzen tun Sie die mechanische Arbeit. Aber Sie stecken ein deutlich Vielfaches dessen, was Sie hier rausbekommen, als Primärenergie ein. Und der Grund ist einfach, dass Sie nicht alles nutzen können, was in dieser Energieform steckt, in der chemischen Primärenergie, können Sie nicht komplett nutzen, um eben in dem Fall mechanische Arbeit zu verrichten. Und dasselbe ist natürlich, wenn Sie einen Computer betreiben, der warm wird oder natürlich selbst bei der Heizung haben Sie Verluste, die durch die Wände gehen. Heißt, und das ist interessant, nur ein Drittel des primären Energieeinsatzes wird wirklich genutzt. Und der Rest geht meistens in Wärme über und ist einfach verloren. Das heißt, wenn wir von diesem Problem teilweise runterkämen, haben wir gleich schon sehr viel gewonnen. Ja, worum geht es so schlecht, eigentlich chemische Primärenergie in Nutzenergie umzuwandeln? Und diesem Problem hat sich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, wir reden ja schon von Jahrhunderten, der Franzose Nicolas Carnot zugewandt. Der hatte wirklich die Frage gestellt, wie gut kann man eigentlich chemische Energie, also Verbrennungswärme, in mechanische Energie, in mechanische Arbeit umwandeln. Ja, mechanische Arbeit in dem Fall war das auch, ging es wirklich um ganz triviale Prozesse, nämlich Maschinen mit Feuer zu betreiben. Und ihm war klar, das geht nicht gut. Was ist das Problem? Das Problem ist, und das ist der erste Teil Physik heute, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Motorkolben. Ja? Dieser Motorkolben wurde komprimiert, dann wird durch die Explosion des Gases, Zündung des Gases, wird er heiß gemacht. Dieses heiße Gas expandiert, schiebt den Kolben rüber und damit leisten Sie mechanische Arbeit. Das hilft Ihnen aber nichts, denn Sie müssen wieder zurückkommen. Heißt, Sie müssen dieses Gas wieder komprimieren, um zum Ausgangszustand zurückzukommen. Das machen Sie im kalten Zustand. Der Motor wird gekühlt, genau aus dem Grund. Aber Sie müssen trotzdem mechanische Arbeit verrichten, um wieder zurückzukommen. Carnot konnte zeigen, es gibt sozusagen ein Upper Limit für den Wirkungsgrad, die mechanische Arbeit durch die zugeführte Wärmemenge. Und das ist 1 minus die Temperatur im kalten Zustand durch die Temperatur im warmen Zustand. Klingt eigentlich gut, man muss es eben nur heiß genug machen und muss dann kalt genug machen, aber da sind natürlich ganz einfach technische Grenzen gesetzt, wie sozusagen wie die Gasexpansion, bei welcher Temperatur die stattfindet und die Kompression. Das hat gleich ganz drastische Auswirkungen schon auf die Energieumwandlung in Kraftwerken mittels Dampfturbinen. Da haben wir Dampftemperaturen von 600 Grad, kühlen dann runter so auf 100 Grad. Kohlekraftwerke haben zum Beispiel nur einen Wirkungsgrad von 40% der Stromerzeugung. Gaskraftwerke ein bisschen besser, Kernkraftwerke 35-40%. Der Rest geht einfach in Wärme über. Das zeigt Ihnen schon, wenn Sie Strom erzeugen wollen, ist es eigentlich vollkommen unsinnig, mit Kohle, Gas oder Kernkraft zu arbeiten, weil mehr als die Hälfte dieser Energie, die in den Energieträgern steckt,
können Sie eigentlich nicht nutzen. Außer Sie machen smarte Wärmekraftkopplung und das ist natürlich sinnvoll. Bei Kohle kommt noch eine andere Bösartigkeit dazu und vielleicht haben Sie sich immer wieder gefragt, warum reden wir immer über Kohlekraftwärme als Schmutzschleudern und reden nicht über Öl oder Gaskraftwerke. Der Grund ist einfach, dass wenn Sie Kohle verbrennen, oxidieren mit Sauerstoff, haben Sie nur Kohlenstoff zur Verfügung. Heißt, Sie bilden komplett bei jedem Verbrennungsschritt für jedes Sauerstoff bilden Sie CO2. Bei Erdöl ist die Bilanz schon besser, weil Sie haben ja pro Kohlenstoff 2 Wasserstoff. Das liefert Ihnen auch sehr gut Energie, das ist die Knallgasexplosion. Und bei Methan zum Beispiel ist die Bilanz noch besser, dann haben Sie 4 Wasserstoff pro Kohlenstoff. Pro Energieeinheit, die Sie produzieren müssen, ist also bei Gaskraftwerken der CO2-Ausstoß ist tatsächlich nur ungefähr ein Viertel von dem eines Kohlekraftwerks. Wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass von dieser chemischen Energie Sie sowieso nur die Hälfte nutzen können, sehen Sie, dass die Kohleverstromung eigentlich der größte Unsinn ist, den man sich physikalisch vorstellen kann. Das ist einfach überhaupt nicht sinnvoll und es wird auch nur gemacht, weil wir eben diese Geschichte haben in Deutschland. Wir haben natürlich die Kohlevorkommen, aber physikalisch gesehen, chemisch gesehen ist es kompletter Unsinn, ja, und sollte tatsächlich auch so schnell wie möglich beendet werden. Ja, dieses Problem der Verluste und auch der starken Nutzung von Kohle und Erdöl führt dazu, dass tatsächlich die Energiewirtschaft bezogen auf alle Sektoren den größten Anteil am CO2-Ausstoß hat. Das sind Zahlen jetzt von 2016, das ist ein Fehler. Das hat sich ein bisschen geändert, aber nicht dramatisch. Verkehr, ne? Öl, Verbrennung, auch einen großen Anteil. Industrie natürlich, wenn Sie dran denken, was weiß ich, Stahlwerke, die natürlich auch beheizt werden müssen, auch großer Anteil. Aber die Energiewirtschaft, das ist wirklich der Killer im Moment. Und hier gilt es natürlich die Frage, wie kann ich Energie gewinnen, ohne und dabei den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Ja, in welche Richtung das geht, das haben sich natürlich schon viele von uns überlegt. Es gibt eine sehr ausführliche Studie von der International Renewable Energy Agency. Ist ganz interessant, das auch zu lesen. Die haben gefragt, okay, wie müssen wir unsere Energiesysteme ändern, um den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu reduzieren. Und die haben sich mal angeschaut, was ist der weltweite Energieverbrauch Stand 2016. Sie sehen hier Kohle, Öl, Gas, also direkte Stromerzeugung und so ein paar andere Sachen. Ja, und haben auch gezeigt, damals war eben der Anteil der Renewable Energy, also was wir so sagen, grüne Stromerzeugung, 24%. Was ganz klar sein muss, wir müssen einen Übergang machen, dass tatsächlich Strom unser Energieträger wird und wir diesen Strom aus Quellen herstellen müssen, die eben nicht den Umweg über die Verbrennung gehen. Also nicht über Öl, Gas oder Kohle, sondern wir müssen ihn eben aus, wenn wir gleich erzählen, Sonnenenergie, Biomasse und auch Windkraft herstellen und mit einem großen Anteil. Ja. Also, was Sie gesagt haben, 50% in 2050 muss 50% der Energieträger muss Strom sein und davon 86% aus Renewable Sources. Muss also eine komplette Umwandlung gemacht werden von Öl, Kohle, Gas als Energieträger zu wirklich Strom aus Energieträger und dieser Strom muss entsprechend auch hergestellt werden. Ich fand es ganz interessant, als vor einigen Wochen Herr Altmaier so überrascht getan hat, dass wir ja in 2030 wahrscheinlich mehr Strom brauchen. Wer sich solche Sachen anschaut, der weiß sofort, schon 2030 muss eben Strom ein sehr wichtiger Energieträger werden und der Strom muss entsprechend auch hergestellt werden. Wie stellen wir jetzt Strom in Zukunft her? Und na klar, was uns sofort einfällt, ist Sonnenenergie.
Die Sonne ist ein fantastischer Energieemittent. Die Energieeinstrahlung in Potsdam bei voller Sonne ist 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Ja, um das mal in Beziehung zu setzen, wenn so ein Föhn läuft, der braucht so 1 Kilowatt. Das heißt, Sie brauchen 1 Quadratmeter Sonne, um Ihren Föhn laufen zu lassen, wenn Sie sonst keine Verluste haben. Ja, im Jahresdurchschnitt ist es ein bisschen weniger, weil es ja auch mal nachts und bewölkt ist. Und pro Jahr akkumuliert sind es 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Wenn wir die Sonnenenergie komplett ausnutzen könnten, dann brauchen wir pro Person in Potsdam nur 25 Quadratmeter. Na, pro Bewohner von Potsdam oder pro Bewohner auf Deutschland bräuchten wir nur Kollektoren, die 25 Quadratmeter groß sind. Dann könnten wir unseren gesamten Endenergieverbrauch aus der Sonne speisen. Und da sind wir natürlich noch weit weg. Und das hat wieder physikalische Gründe, über die ich Ihnen ganz gerne mal erzählen möchte. Ja, wie mache ich Sonne in Strom? Es gibt 2 Sachen. Windenergie, darüber werde ich nicht reden. Sonne heizt Winde an, die dann natürlich genutzt werden über die entsprechenden Windparks. Ich rede über Photovoltaik, Solarzellen. Das ist eine sehr, sehr gute sogenannte monokristalline Silizium-Solarzelle. Die Zahlen sind ein bisschen besser. Als Modul geht es jetzt bis 22% hoch. Wirkungsgrad heißt 22% der eingestrahlten Sonnenenergie geht in Strom über. Die maximale Effizienz, die jemals erreicht wurde auf kleinen Flächen, sind 26%. Ja. Oft haben Sie polykristallines Silizium, das ist auch billiger. Da erreichen Sie maximal 20% und die Module haben so bis 18%, wenn sie gut sind. Ja. Also, von der eingestrahlten Sonne nutzen Sie eigentlich nur 20% maximal dann als Strom. Jetzt ist die Frage, ja, woran liegt denn das wieder? Das hat ja nichts mit dem Carnot-Prozess zu tun. Das hat mit was ganz anderem zu tun. Und deshalb Halbleiterphysik in 2 Minuten. Ja, Solarzellen basieren auf Halbleitern, wie Silizium. Halbleiter sind kristalline, im Allgemeinen solche kristallinen Strukturen. Das ist ein Siliziumkristall, so sieht er aus. Das ist ein Bild, wie es aussieht. Und das Wichtige ist, wie bei Atomen gibt es in Silizium Energien, Bänder, die mit Elektronen gefüllt werden können. Hier das Valenzband, hier das Leitungsband. Und dazwischen ist eine Bandlücke. Okay? Wenn es dunkel ist und kalt, ist das Valenzband ganz gefüllt mit Elektronen. Das Leitungsband ist leer. Hier ist komplett voll, hier ist komplett leer, nichts bewegt sich. Deshalb sind Halbleiter bei tiefen Temperaturen im Dunkeln auch Isolatoren. Und jetzt strahlen wir Licht ein. Und was Sie damit machen, ist, Sie absorbieren das Licht, wenn es passt. Das hebt ein Elektron ins Leitungsband. Dieses Elektron im Leitungsband ist jetzt frei beweglich und kann sozusagen nach außen fließen. Was übrig bleibt, ist ein Loch. Also ein positiv geladene Elektronenfehlstelle sozusagen. Und die ist auch mobil. Und wenn Sie es richtig machen, fließt das negative Elektron nach rechts, das positive Loch nach links. Und insgesamt bekommen Sie dann externen Strom. Und das genau wollen Sie machen, das wollen Sie erreichen. Das funktioniert an sich ganz gut mit dem Problem, dass solche Solarzellen eigentlich gar nicht so geeignet sind, um Sonnenenergie in Strom umzuwandeln. Das klingt erstmal überraschend, weil Solarzelle klingt ja wie passt zur Sonne. Aber das Sonnenspektrum ist extrem breit. Wenn Sie sich das Sonnenspektrum mal anschauen, entspricht das sagen die Physiker, der Strahlung eines schwarzen Körpers mit einer Oberflächentemperatur von 5800 Kelvin. Warum wir die Sonne als heißen schwarzen Körper beschreiben, will ich jetzt nicht im Detail erklären. Sie können gerne nochmal nachfragen. Das ist das Sonnenspektrum, wie es auf der Erde ankommt. Das ist das Orangene. Der Schwarze ist sozusagen die Simulation hier mit 5900, 5800, macht keinen Unterschied. Und das hier ist das, was auf der Erde ankommt. Da gibt es Absorptionslinien durch die Atmosphäre. Das ist das sichtbare Spektrum. Dass Sie sehen, UV-Bereich, Infrarotbereich, das ist die Siliziumbandlücke. So,
Und jetzt ist es ja so, eine gewisse Wellenlänge ist über diese fundamentale Beziehung E gleich H mal Nü verbunden mit der Energie des Photons. So, also, wir haben jetzt Silizium und wollen Licht absorbieren. Wenn das Licht zu langwellig ist, reicht die Energie nicht aus, um das Elektron hochzuheben ins Leitungsband und es wird einfach gar nicht absorbiert. In dem Bereich ist Silizium transparent. Wenn Sie jetzt längewellig gehen, hier in dem Bereich hier, wo ja auch das meiste Licht ankommt, dann heben Sie das Elektron zu hoch an. Das fällt dann runter und das Loch fällt runter, man nennt das Thermalisieren. Aber dieses Runterfallen, da wird einfach nur Wärmeenergie frei, die Sie nicht nutzen können. Heißt, Sie pushen eigentlich, Sie setzen eigentlich viel zu viel Energie als Photonenergie in das System rein, das Sie gar nicht nutzen können. Nun gibt es natürlich dadurch ein Limit und dieses sogenannte Shockley-Queisser-Limit ist diese Kurve hier, das haben eben Shockley und Queisser schon vor vielen Jahren berechnet, was ist der maximale Wirkungsgrad, den eine Solarzelle mit einer gewissen Bandlücke haben kann. Und was sie herausgefunden haben, ist, wenn die Bandlücke 1,3 Elektronenvolt ist, das ist ein bisschen mehr als Silizium, dann erreichen sie 33%. Das ist das Maximale, was sie erreichen können. Heißt, 33% der einfallenden Sonnenenergie auf der Erde können sie in elektrische Energie umwandeln. Und das ist natürlich ein bisschen ernüchternd, weil das heißt, der Rest ist entweder geht durch oder er macht einfach die Solarzelle warm. Was man natürlich auch nicht haben wollen. Das sind so ein bisschen ein paar Werte, was erreicht wird. Das beste Material für Solarzellen ist Galliumarsenid tatsächlich. Das wir derzeit haben, viel zu teuer. Silizium liegt hier, das sind die kleinen Zellen, monokristallines Silizium, nanokristallines Silizium und da sind ganz, ganz viele andere Halbleiter. Sie sehen aber, dass wir im Allgemeinen hier unter 25% liegen. Und das ist die Zelleffizienz, die Moduleffizienz liegt eben weiter unten. So, und das ist eines der ganz großen Themen, die derzeit erforscht werden oder angegangen werden. Und die Frage ist, 20% ist einfach zu wenig, wenn wir in großen Mengen Solarenergie Strom umwandeln können. Wir brauchen effizientere Zellen. Das verbietet aber unser Shockley-Queisser-Limit. Also, was ist der Weg? Der Weg ist, Solarzellen übereinander zu stapeln. Das ist nochmal das Bild, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Eine klassische Solarzelle, eine feste Bandlücke, ein Material mit einer vorgegebenen Bandlücke. Den Bereich können Sie absorbieren, den Bereich können Sie nicht absorbieren. Aber hier sind ganz hoch energetische Photonen, die Sie eben sozusagen gar nicht komplett in Ihrer Energie nutzen können. Was machen Sie? Sie bauen zwei Solarzellen übereinander. Man nennt das Tandemzellen. Tatsächlich nennt man das Tandemzellen, wo Sie zuerst das Licht über eine Solarzelle mit einem großen Bandgap führen. Da wird eben dieser Bereich absorbiert und hat kleinere Thermalisierungsverluste. Und dann haben Sie eine zweite Zelle, die dann auch so ein bisschen weiter hier rausgeht, je nachdem, was für ein System Sie haben. Und das dann quasi den Nahinfrarotanteil nutzt. Und dadurch bekommen Sie tatsächlich eine maximale Effizienz von 46%. Ist jetzt nicht dolle gegenüber 33%, aber wenn Sie überlegen, wie sieht unsere Zukunft aus, macht jedes Prozent Sinn. Wir brauchen jedes Prozent in der photovoltaischen Konversion, um tatsächlich unsere Energieversorgung umstellen zu können. Jetzt kommen wir zur aktuellen Forschung. Bisher ist das Silizium. Hier liest man eine Bandlücke von 1,1 Elektronenvolt, die liegt hier. Wenn wir eine Tandemzelle machen wollen, brauchen wir zwei Halbleiter, unterschiedliche Bandlücke, unterschiedlicher Farbe, die genau aufeinander abgestimmt sind. Und da gab es bisher wenig Materialien, wo das Ganze auch wirklich effizient und großflächig geht. Satelliten haben Tandemzellen, sogar Trippelzellen aus speziellen Halbleitern, aus Strahl-5-Halbleitern. Die sind hocheffizient, aber auch unglaublich teuer. Wie können wir einen anderen Weg gehen? Na, das war lange nicht klar. Man hatte lange kein Rezept, mit was man Silizium zum Beispiel kombiniert, um solche Tandemzellen zu bauen. Jetzt vor
ist schon ein paar Jahre, 10 Jährchen, hat man gefunden, aber dass gewisse sogenannte Metallhalogenperovskite sich extrem gut als photovoltaisches Material eignen. Perovskit ist eigentlich eine Kristallstruktur. Das ist die Perovskit-Kristallstruktur. Das sind diese Oktaeder und die haben hier eine kleine Lücke drin. Das sind jetzt spezielle Metallhalogenperovskite, wo in der Mitte ein Metall sitzt und dieses Metall macht das Leitungsband. Das ist umrundet von Halogenen, also Brom, Jod, Chlor, und die bilden das Valenzband. Ja? Das heißt, die eine Komponente macht ihnen das Band, das andere macht ihnen das Band. Und jetzt ist klar, was geht. Wenn Sie jetzt diese Atome austauschen oder mischen, dann können Sie diese energetische Position und damit die Bandlücke eigentlich über einen sehr großen Bereich anpassen. Und das ist absolut spannend, es ist unglaublich spannend. Deshalb arbeiten mittlerweile wirklich Zehntausende von Wissenschaftlern auf diesem Gebiet. Das ist ein Beispiel, das ist einfach nur die Farbe dieser Perovskite, wenn Sie von Jod auf Brom auf Chlor gehen. Oder das sind hier mehr Details, auch die organischen Reste austauschen. Man kann tatsächlich auch, da ist ein organischer Rest drin, den können Sie auch austauschen. Sie können auch das Metall austauschen. Aber was Sie ganz klar sehen, auch hier schön gezeigt, Sie ändern über einen sehr, sehr weiten Bereich, ändern Sie die Farbe, damit die Absorptionseigenschaften dieser Zellen. Damit hat man aber noch nicht eine gute Zelle. Und ich will nicht zu viel in die Forschung reingehen. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie so eine Zelle erstmal aussieht. Bevor ich es vergesse, wir hatten dann 2, 3 Jahre, nachdem die ersten Publikationen kamen, haben wir gesagt, wir müssen das erforschen hier in der Region. Und ich habe mich zusammengetan mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Energie und Materialien, Thomas Unold. Und wir haben 2015 eine Graduiertenschule gegründet, Hybrid Perovskite Solar Cells, um genau mit dem Ziel, diese Halbleiter zu verstehen, zu optimieren und dann auch Tandem-Solarzellen mit Effizienzen über 26% zu realisieren. Und die ist mittlerweile groß geworden, ist eine sehr aktive Graduiertenschule mit 45 Doktoranden und Postdocs. Und ich werde Ihnen nachher ein schönes Ergebnis auch dieser Kooperation zeigen. So sieht so eine Zelle aus. Das ist ein Querschnitt. Die sieht gar nicht so schön aus. Hier ist der aktive Halbleiter, das Perovskit. 500 Nanometer nur dick. Das ist schon sehr wichtig, denn Silizium ist kein guter Absorber, die sind meistens 500 Mikrometer dick, also das Tausendfache. Ja? So sieht das aus und dann betten Sie den Perovskiten ein in eine Schicht, die die Elektronen aufnimmt und eine, die Löcher aufnimmt. Denn wenn die Elektronen in alle Richtungen fließen können, bekommen Sie keinen Strom. Die Elektronen fließen müssen in eine Richtung, die Löcher in die andere. Ja? Und die sind relativ dünn, denn Sie wollen eigentlich so wenig wie möglich andere absorbierende Schichten in Ihrem System haben. Sie wollen nur den Perovskit als Absorber und diese Ladungstransportschichten sollen so dünn und so unauffällig wie möglich sein. Tatsächlich haben wir lange daran forschen müssen, was sind die besten Materialkombinationen und was passiert an diesen Grenzflächen. Das ist also das, was wir die letzten 5, 6 Jahre intensiv betreiben, zu verstehen, wo sozusagen Verluste auftreten. Und wir haben herausgefunden, diese Verluste treten wirklich an diesen Zwischenschichten auf. Und da sind wir mittlerweile ein ganzes Stück weiter, aber noch lange nicht am Ende unserer Forschung. Das ist, was wir dann 2018 schon veröffentlicht haben, ein Quadratzentimeter große Zelle aus Perovskiten. Der Perovskit ist schön braun, schauen Sie mal, wie schön der glänzt. Das ist eine sehr glatte Schicht, das ist die Elektrode darüber. Und die gab uns auf ein Quadratzentimeter schon eine Effizienz von 20%, von über 20%, vergleichbar mit einer Siliziumzelle bei tausendfach reduziertem Materialeinsatz. Ja, da waren wir natürlich schon sehr glücklich. Es wurde in Nature Energy publiziert. War eine Kooperation aus vielen Gruppen und war zu dem Zeitpunkt zumindest für kurze Zeit auch wirklich der Weltrekord. Es war die effizienteste Perovskit-Zelle auf der Welt. Wir sind aber nicht alleine auf der Welt und leider wurden wir dann doch wieder vom koreanischen Team abgehängt.
Ja, wir haben dann viel weiter gearbeitet und das hier ist ein jüngstes Ergebnis geleitet an der Kooperation von Steve Albrecht am HZB. Und hier wurde eben tatsächlich eine Perovskitzelle gesetzt auf eine Siliziumzelle. Sehen hier den Siliziumkristall, dann gibt es hier Zwischenschichten, dann wieder Zwischenschichten, Perovskit, dann nochmal diese Zwischenschichten. Das Licht kommt von oben, geht durch den Perovskit durch und dann in das Silizium. Und was uns dann im Konsortium gelang, ist tatsächlich eine Tandemzelle zu machen, die eine Zelleffizienz hat von 29,1%. Und jetzt denken Sie dran, Silizium, die beste Zelle, hat 26%. Und hier innerhalb eigentlich einer recht kurzen Zeit, ne, 5 Jahre nach Gründung der Schule, sind wir bei 29,1%. Das Schöne ist, diese Kurve geht ja steil nach oben. Wir sind also noch lange nicht am Ende, sondern wir sind sehr aktiv dabei, die Effizienz weiter nach oben zu treiben. Das ist also ein hochaktuelles Thema und es ist nicht nur ein Forschungsthema, es ist auch etwas, was der Region Brandenburg, die Berliner haben da nicht so viel davon, vielleicht weiß ich nicht, doch, die können da auch arbeiten. In Brandenburg, also in der Stadt Brandenburg, hat die Firma Oxford PV ein Werk übernommen. Das war früher ein Werk von Bosch für die Herstellung sogenannter Zick-Solarzellen. Und diese Firma hat das Ziel, Silizium-Perovskit-Solarzellen zu kommerzialisieren. Und das macht sie auch in Kooperation mit Forschungsstellen in Berlin und in Potsdam. Also da ist sehr, sehr viel Wind drin. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie es so weitergehen wird. Ganz kurz, das ist eine Roadmap, die von Steve Albrecht, Bernd Recht und Rutger Schlattmann am HZB entwickelt wurde. Was Sie hier sehen, ist einmal die Effizienz von Zellen, also von solchen 1-Quadratmeter-Zellen und dann von Modulen. Der Übergang von der Zelle zum Modul bringt Verluste mit sich, weil sie größere Bereiche haben. Sie müssen auch zwischendurch solche Linien machen, die den Strom transportieren. Sie verlieren immer etwas. Bei Tandemzellen sind wir im Moment schon früher als gedacht bei fast 30%. Das Ziel ist, man geht auf 32% oder macht Triple-Zellen, die liegen noch höher. Und dann sehen Sie, wie es mit der Kommerzialisierung weitergehen wird. Die Hoffnung ist, dass wir dann im Jahr 2030 Module haben mit 26%, im Jahr 2050 Module mit 32% und damit ein Faktor 1,5 höher liegen als in den Singlezellen. Nochmal, das klingt wenig, aber ein Faktor 1,5 bedeutet, man braucht für die gleiche Energie ein Faktor 1,5 weniger Fläche. Und die Kosten reduzieren sich auch dramatisch, weil wir ja für jede Dachanlage dieselben Gleichrichter brauchen. Das heißt, die Festkosten sind fest. Und wenn Sie mehr Energie bekommen aus der gleichen Fläche, haben Sie damit einfach einen deutlichen Gewinn auch der Kosten, die Sie letztendlich aufbringen müssen, um Ihren Strom herzustellen. Das ist Perovskit-Forschung. Wir forschen aber auch an anderen Systemen. Und das sind organische Halbleiter. Organische Halbleiter kennen Sie eigentlich ganz gut. Organische Halbleiter, sie sind umgeben von organischen Halbleitern. Denken Sie an das Beta-Carotin in Karotten, die Jeansfarbe, das ist Indigo, oder die Blattfarbe, das sind Chlorophyll. Das sind erstmal Farbstoffe. Farbstoffe haben hier diese konjugierten Systeme. Ja, das sind sogenannte pi-konjugierte Systeme, Einfachbindung, Doppelbindung, Einfachbindung, Doppelbindung. Diese Stoffe haben tatsächlich auch eine Bandlücke und die Größe der Bandlücke bestimmt ihre Absorptionseigenschaften. Sie können auch mit der Art der chemischen Struktur damit die Bandlücke bestimmen. Und das macht das jetzt wieder interessant für unsere Tandem-Anwendungen, nämlich, dass wir auf diese Weise Halbleiter herstellen können, dessen Bandlücke wir perfekt anpassen auf diese zweite Zelle, sei es Silizium, sei es Perovskit. Das macht machen diese Halbleiter so interessant. Ja, das ist ein Beispiel, das ist eine Fotografie aus einem Artikel, den wir in Portal Wissen hatten 2020. Das ist die Portal Wissen ist das Potsdamer Universitätszeitung. Und hier sehen Sie einfach solche Solarzellen, die haben eine kleinere Fläche,
Und einfach durch Veränderungen der Komponente, die wir da reinmachen, sehen Sie, man kann die Farbe über einen sehr weiten Bereich tun. Es kommt noch was dazu. Perovskite sind, organische Halbleiter sind extrem gute Absorber. Heißt, Sie brauchen eigentlich nur eine Schichtdicke von 200 Nanometer, um das gesamte Licht zu absorbieren. Ein SARS-Virus ist so 120 Nanometer. Das heißt, diese Dinge sind so dick wie zwei SARS-Viren. Und trotzdem absorbieren sie fantastisch das Licht. Ne? Sie sehen hier dieses starke Grün. Das sind nur 100 Nanometer. Bedeutet, dass natürlich der Materialeinsatz, den Sie hier brauchen, sehr, sehr klein ist. Jetzt ist es tatsächlich so, ich will das nicht verheimlichen, dass eine lange Zeit die Effizienz organischer Solarzellen zwar angestiegen ist, aber dann gesättigt hat. Bei ungefähr 10-11%. Und man hatte keinen richtigen Weg rausgefunden, bis ungefähr im Jahr 2014 kam eine neue Klasse von Materialien heraus. Ich zeige bewusst nicht die chemische Struktur, aber wenn Sie mal davon hören, man nennt das Non-Fullerene Acceptors, nicht Fullerene Akzeptoren, das sind Elektronenakzeptoren. Und die haben einen riesigen Push gemacht und wir sind jetzt in der Forschung, nicht jetzt, wir sind, haben das noch nicht erreicht, aber wir sind kurz davor, liegen die Effizienzen jetzt schon bei 18%. 18% Umwandlungseffizienz und die Kurve weiter geht steil nach oben. Also wir wissen natürlich nicht, wo sie abknickt, aber es gibt den wirklich Perspektiven, dass man über die 20% geht. Und dann wird es interessant, das wirklich dann auch wieder mit Tandemzellen zu kombinieren. Das ist also Forschung, die aktuell bei uns läuft, natürlich auch in vielen, vielen anderen Instituten. Warum sind die organischen Zellen jetzt noch zusätzlich interessant? Sie können sie so dünn machen und sie können sie farblich anpassen. Und da interessieren sich natürlich die Architekten dafür und auch die Designer, weil man jetzt sagen kann, okay, das ist zum Beispiel ein paar Beispiele, sie können tatsächlich diese Solarzellen an Fassaden machen. Ob das so schön aussieht, ist eine andere Frage, aber durch die Einstellbarkeit der Farbe können sie das natürlich auch anpassen und damit sozusagen Solarzellen in Gebäude integrieren. So, warum das wieder wichtig ist, ist ganz klar, wir brauchen Fläche. Wenn wir Strom als Energieträger der Zukunft machen wollen und den aus Sonnenenergie herstellen möchten, dann brauchen wir tatsächlich einfach ausreichend Fläche. Und die bekommen wir nicht überall. Das ist eine ganz interessante Studie, die ist vom WWF und dem Öko-Institut wurde die quasi in Auftrag gegeben und durchgeführt. Und das ist einfach mal eine Entwicklung in Zukunft Stromsysteme. Was hier gezeigt sind Terawattstunden. Derzeit der gesamte deutsche Stromherstellung liegt, glaube ich, bei, ich weiß nicht genau, was das ist, ich glaube so 500 Terawattstunden. 400 bis 500 Terawattstunden. Davon kommen aus Wind und Solarenergie derzeit so ungefähr knapp 200. Wir müssen viel höher kommen. Wir müssen mit Sicherheit auf 700 kommen, vielleicht auch auf 1000 Terawattstunden. Was hier gezeigt ist, ist eine Prognose, wie viel Terawattstunden aus Wind offshore kommen muss, onshore, PV, Freifläche und Dachfläche. Und Sie sehen, wenn man das alles über Wind macht, dann braucht man riesige Flächen. Also die Vorhersagen ist, wir brauchen 3% der Landfläche, müssen wir damit Windräder bedecken, um das zu machen. Das wollen wir natürlich nicht. Und es wird viel günstiger, viel sinnvoller natürlich, wenn wir auch die Hälfte der Energie über Photovoltaik herstellen. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir entsprechend auch Dachflächen und Gebäudeflächen nutzen. Ja, also von daher wird die Richtung, muss die Entwicklung auch gehen, dass man nicht nur Dachflächen, sondern wirklich auch Gebäudeflächen nutzt, um die Sonnenenergie auszunutzen. Ganz wichtig natürlich auch noch die Komplementarität. Oft ist es so, wenn viel Sonne scheint, hat man wenig Wind. Wenn viel Wind ist, scheint oft nicht die Sonne. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir den Strom nicht nur an windigen oder an sonnigen Tagen zur Verfügung stellen.
So, damit komme ich ein bisschen zum anderen Thema. Jetzt haben wir uns ja viel mit Forschung beschäftigt. Zukünftige Energieversorgung, eine Folie des Fraunhofer Instituts für Solarenergie. Die Idee ist, wir machen 100% Strom aus regenerativen Energien. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ja, wir können sie in die Stromnetze schicken und damit natürlich auch Wärmepumpen betreiben oder heizen. Ja, ja. Oder wir machen Elektrolyse und stellen Wasserstoff her oder wir machen Elektrolyse und stellen Methan her. Ja. Den Wasserstoff kann man jetzt wieder in der Brennstoffzelle benutzen oder im Verbrennungsmotor. Und jetzt kommen wir wieder zu dem wichtigen Punkt. Auch für die Verbrennung von Wasserstoff und Methan gilt, dass der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren 30-40% nur beträgt. Besser geht nicht. Heißt, dass die Idee, Wasserstoff zu produzieren und dann im Verbrennungsmotor zu verbrennen, eigentlich eine denkbar schlechte Idee ist. Man kann zu Brennstoffzellen gehen, aber am besten sind die Batterien. Hier liegen wirklich die Wirkungsgrade bei 85%. Also von dem, was sie einspeisen, ist wirklich die Fahrleistung dann 85%. Die Verluste sind im Wesentlichen Batterieladeverluste und natürlich auch der E-Motor, da natürlich auch kleine Verluste. Und damit ist eigentlich klar und für mich sinnvoll, dass der Weg gerade im Verkehr über die Batterie gehen muss, vielleicht teilweise oft über die Brennstoffzelle, aber sicher nicht damit aus Elektrolyse Gas herzustellen und dann ineffizient in Verbrennungsmotoren zu verbrennen. Das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja, es gab natürlich die Debatte und die kennen Sie auch, die will ich auch nicht hier verheimlichen, dass die Herstellung der Batterie natürlich auch Energie verbraucht. Das ist eine Studie, die ist von 2019 vom IFO-Institut. Ist ein bisschen klein vielleicht. Hier ist der Ausstoß Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer über eine Laufzeit von 200.000 Kilometer gerechnet, wo alles drin ist. Also auch die Herstellung vom Auto und die Gewinnung des Erdöls und so weiter. Und dann kommt man eben für einen Golf 7 auf ungefähr 140 Gramm CO2 pro Kilometer. Und jetzt gehen wir zu den Elektroautos und Sie sehen natürlich ganz klar, die Produktion eines Elektroautos mit Batterie verbraucht deutlich mehr CO2. Ja? Hier sind es 29 Gramm äquivalent, hier sind wir bei 57. Und jetzt kommt der interessante Punkt und jetzt kommt darauf an, welchen Strom wir eintanken. Wenn wir den aktuellen deutschen Mix noch verwenden mit viel Kohle, dann ist der Gewinn ziemlich klein, wenn überhaupt ein Gewinn da ist. Wenn Sie aber, hier steht Wind oder Solar, wenn Sie sozusagen grünen Strom tanken, dann sehen Sie, da haben Sie dann den Gewinn. Da ist auch nicht so schlimm, dass die Produktion der Batterie aufwendiger ist. Wenn Sie grünen Strom tanken, haben Sie quasi fast hier nichts mehr drauf. Und dann machen Elektroautos natürlich ganz besonders Sinn. Ja. Die Bilanz wird noch besser, weil hier wurde angesetzt, dass Sie nach 200.000 Kilometern natürlich die Batterie und das ganze Auto vielleicht recyceln, aber zumindest immer nicht mehr nutzen. Aber es geht ja noch weiter. Man ist mittlerweile dabei, an Batterien zu arbeiten, die 1 Million Kilometer lang halten. Heißt, im übertragenen Sinne, kaufen Sie irgendwann mal eine Batterie und fahren erst das eine Auto, dann das nächste Auto, dann das nächste Auto. Heißt diese Rechnung von vorhin, dass man sagt, man stellt Batterien her, die dann nur 200.000 Kilometer fahren, das ist wahrscheinlich bald Makulatur. Man wird Batterien haben, die sehr, sehr viel länger halten, die Sie dann entweder im weiteren Auto oder vielleicht auch als Speicher einfach im Haus nutzen können. Also da passiert auch ganz, ganz viel und auch in unserer Region. Ja, kommen so langsam zum Ende, vielleicht ein bisschen früher, aber wir wollen ja auch noch Zeit für Diskussionen haben. Natürlich, wer sich vor 20 Jahren eine Solarzelle aufs Dach gesetzt hat, hat da viel dafür zahlen müssen. Und es wurde ja auch viel Geld reingesteckt in, denken Sie an das 1000-Dächer-Programm, den Ausbau der Photovoltaik. Und tatsächlich waren im Jahr
1990, 2000 Solarzellen noch sehr, sehr teuer. Was wir die letzten Jahre beobachten, ist aber, dass die Produktion erstmal massiv zunimmt weltweit und natürlich die Produktionsverfahren immer besser werden. Und das führt dazu, und das ist immer so, das ist bei allem so, Menge macht den Preis, wenn mehr hergestellt wird, dann wird es auch günstiger. Das ist der Preis pro installierte Leistung, ja, Peak-Leistung, das ist die installierte Gesamtleistung, das ist sozusagen die Kosten pro Watt Peak, also das ist so eine Zahl pro Watt, die die Solarzelle liefert, wie viel müssen sie einsetzen. Und da sehen Sie, dieser Preis ist dramatisch runtergegangen. Der geht richtig exponentiell nach unten. Nee, Exponents Power Law mäßig, so ein Moore Law ist das. Und auch hier wurde das nicht erreicht. Das geht noch weiter nach unten. Und es wird natürlich interessant, wenn wir diese Tandemzellen haben, die effizienter sind. Also hier geht es nach unten. Und das hat zur Folge, dass mittlerweile die Stromentstehungskosten von Solar die allergünstigsten sind. Ja, also hier sitzen wir bei irgendwas wie 5 Cent pro Kilowattstunde. Wind ist ungünstig, Biomasse, Gas ist teuer, weil Gas teuer ist. Braunkohle ist natürlich günstig, denken Sie aber an die ganzen Folgen. Das ist vollkommen klar. Wir brauchen natürlich einen Energiemix, um wirklich eine konstante Abdeckung zu haben. Ich will nicht natürlich auch nicht verschweigen, dass die Sonne allein uns da nicht helfen wird. Ich rate Ihnen mal, das ist wirklich interessant, auf diese Energy Charts zu gehen. Diese Energy Charts machen quasi Momentaufnahmen oder auch einen Wochenüberblick, wie Strom hergestellt wurde, also nette Stromerzeugung. Und das ist jetzt im Winter, das ist ein bisschen gemein. Das ist Wind, das ist Sonne, das klingt jetzt ein bisschen deprimierend und das ist natürlich dann Wasser, Gas, Öl, Kohle, Kernenergie, Biogas und so. Und das habe ich jetzt gerade ein schlechtes Beispiel rausgesucht, aber das ist, was es eben jetzt diese Woche gab, dass wir tatsächlich wenig Solar haben. Und das liegt einfach dran, dass es eben dauernd bedeckt war. Klar. Sie verstehen aber auch, dass wir ganz klar die Flächen vergrößern müssen und die Effizienzen hochtreiben müssen, damit auch der Solaranteil natürlich signifikant größer wird. Und das können wir nur machen, indem wir eben Energie aus Photovoltaik effizienter und im größeren Umfang gewinnen. Zu Photovoltaik sollen wir aber noch was anderes sagen. Und das finde ich genauso wichtig. Wir reden immer über Deutschland. Wir reden immer darüber, wie gewinnen wir Strom in Deutschland. Und das ist ja auch wichtig. Aber es gibt Länder, wo sie in ganz anderen Situationen sind, wo noch Petroleum verbrannt wird zum Beleuchten und zu heizen. Und da spielt diese autonome Energieversorgung eine ganz, ganz große Rolle. Meine Doktorandin, Frau Lorena Perigon-Toro, 2019 in Uganda und hat Bilder gemacht. Hier sehen Sie so kleine Solarzellen auf so einer Hütte. Und damit laden die ihr Handy. Ne? Damit laden die ihr Handy. Oder hier, das ist in so einem Laden, in so einem Geschäft, vor so einem Geschäft, so eine 1 Quadratmeter Solarzelle. Die gehört dem Ladenbesitzer. Und da kommen die Leute vorbei und laden sich ihre Akkus oder ihre Handys auf. Und gerade in solchen Entwicklungsländern, da können sie auch nicht überall Leitungen legen. Da ist wichtig, dass die Energie vor Ort hergestellt wird und dass sie effizient hergestellt wird. Ja? Und bezahlbar hergestellt wird. Damit bin ich am Ende. Ich möchte erstmal ganz vielen Leuten Dank sagen, dem Rüdiger Schlagmann, Bernd Rech und Steve Albrecht vom Helmholtz-Zentrum Berlin. Ich hatte Kontakt mit verschiedenen Wissenschaftlern an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat mir geholfen zu dem Thema Nutzenergie versus Primärenergie. Dann gibt es ganz verschiedene Quellen, die Sie hier sehen, die Sie auch Zugang haben. Sehr, sehr wichtige Quelle ist auch das Umweltbundesamt. Das ist wirklich eine fantastische Quelle, um Informationen zu bekommen zu Energieumwandlung, Flächenbedarf und genauso die Informationen vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, die auch sehr wertvolle Informationen geliefert hat. Ja, vielleicht als eine Conclusion noch dazu.
Natürlich brauchen wir gigantische Anstrengungen. Und diese gigantischen Anstrengungen bilden uns aber auch eine Chance, gerade für Deutschland als Wirtschaftsstandort, Technologien zu entwickeln, die nicht nur in Deutschland relevant sind, sondern tatsächlich auch gerade in Entwicklungsländern zur Energieversorgung beitragen. Und wir müssen wirklich dran denken, wir sind nicht die Einzigen auf der Welt und wir müssen dafür sorgen, dass der CO2-Ausstoß weltweit reduziert wird. Ja, damit danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, waren Informationen dabei, die interessant sind und die Sie noch nicht kannten. Und jetzt schließe ich einfach mal die Präsentation und komme zurück zu dem Herrn Prinzler. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Neher, für diesen sehr inhaltsreichen und spannenden, an vielen Stellen auch für mich sehr überraschenden Vortrag. Wir gehen jetzt sozusagen in das Gespräch. Es gibt einige Fragen. Ich würde als allererstes dann doch mal eine Verständnisfrage von Volker H. Gleich weitergeben. Und zwar geht er auf diese auf den Anfang Ihrer Präsentation, diese 25 Quadratmeter Solarfläche pro Person, die ausreichen würden. Mhm. Seine Frage ist, beziehen die sich auf die theoretische Nutzung, ja, auf das Potenzial? Oder das heißt also, bei 30% wäre denn deutlich mehr nötig. Genau, da müssen sie natürlich größer werden. Ganz richtig, ja. Ja, also ich habe mal eine Abschätzung gemacht, das zeigt wieder, wie wir sind ja viele Menschen in Deutschland. Also wir müssen tatsächlich, wenn wir mit der derzeitigen Solartechnik arbeiten und unsere gesamte Energie aus Strom machen wollen, dann müssen wir ungefähr 6% von Deutschland mit Solarpanels bedecken. Ja. Na gut, 6% Solarpanel und 3% Wind. Nee, wenn wir Wind machen, brauchen wir tatsächlich weniger. Dann brauchen wir weniger. Ne? Also von daher, aber Windanlagen zu bauen, ist nicht so ganz einfach. Ne? Da gibt es immer wieder Menschen, das verstehe ich auch, die sagen, nee, die wollen wir nicht vor der Tür haben. Das verstehe ich auch sehr gut. Ich denke, man kann das so ganz locker formulieren, der Drops ist gelutscht mit den deutschen Beschlüssen zum Klimaschutz und zur Energiewende, zum Atomausstieg im nächsten Jahr, zur Stilllegung der Kohlekraftwerke bis 2030 oder 38, je nachdem, ist klar, Wind und Solar sind alternativlos, bringen uns den Strom in die Steckdose. Schon 2020 kam laut Statistischem Bundesamt unser Strom zu 45% aus erneuerbaren Energien. Sie hatten das gezeigt. Jetzt gehen die fossile Brennstoffe und die Atomstrom, die 11%, demnächst weg. Reichen die erneuerbaren Energien? Es wird immer neue Datencenter geben für Google und Handynutzung etc., die E-Mobilität. Also theoretisch haben Sie sicherlich recht, reichen sie, aber wie sieht sozusagen Ihre realistische Einschätzung aus? Also genau, diese 50% werden gerne genannt. Man muss aber dran denken, dass Strom nur ungefähr 20-25% des Endenergieverbrauchs ausmacht. Und das ist eben die Situation, wie sie wirklich ist. Also es ist schön, dass wir 50% grünen Strom haben, aber das bedeutet eigentlich nur ungefähr 10% insgesamt grüne Energie. Und das heißt natürlich, wenn wir runtergehen von Kohle, runtergehen von Kernenergie, wir müssen massiv ausbauen, um Strom sozusagen als neuen Energieträger zu machen. Und die derzeitigen Ausbaupläne reichen damit mit Sicherheit nicht aus. Man muss offshore gehen und, wie auch diskutiert ist, natürlich Gebäude ausnutzen und man muss mehr Flächen nutzen. Kommt natürlich das zweite Problem dazu oder die zweite Thematik. Es gibt auch Tage, da ist kein Wind und keine Sonne. Das muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen. Deswegen steht ja im Koalitionsvertrag auch, sage ich jetzt mal, Gaskraftwerke sind eine Brückentechnologie. Das ist sozusagen der Tribut an die Realität. Ja, Gaskraftwerke sind super. Sie sind flexibel. Sie haben von allen Kraftwerktechnologien bis auf Kernkraft den kleinsten CO2-Ausstoß. Man kann es gut mit Wärmekraft koppeln, man kann es auch lokal machen. Die Frage ist natürlich, okay, wo bekommen wir das Gas her? Denken wir an den aktuellen Streit Ukraine.
Russland, Sowjetunion nicht. Ich finde, Gas ist wirklich ein toller Energieträger, aber man muss gucken, wo man herkommt. Meiner Meinung nach, da gab es auch mehrere interessante Vorträge, wird es auch so sein, dass wir irgendwann Wasserstoff importieren werden. Und ohne irgendeinen, solche gasförmige Technologien werden wir auch nicht über die Runden kommen. Das brauchen wir. Da bestehen keine Zweifel. Da steckt ja sozusagen auch diese Wasserstoffinitiative dahinter, um all diese Fragen. Das klären wir jetzt gar nicht. Wir bleiben mal bei den Solaranlagen. Sie haben gesagt, also 6% Fläche müsste mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Also da reicht eine kleine Balkonanlage eher nicht aus. Reichen denn die Berliner Dächer und reicht das, was die Berliner Politik vorhat? Nee, die Dächer reichen natürlich auch nicht, ne? Also ich hatte ja diese Studie gezeigt vom WWF. Da wird gesagt, wenn man das so hochrechnet, wenn man sagt, wir machen ein Drittel des Energieträgers ist grüner Strom, ja, ein Drittel des Energieverbrauchs kommt aus grünem Strom, naja, dann brauchen wir ganz viel Dachfläche, wir brauchen Freifläche und wir brauchen ungefähr, also die Vorhersage, wir brauchen ungefähr 2% der deutschen Fläche Wind offshore. Onshore, und dann brauchen wir auch noch ungefähr gleich viel Offshore und brauchen ungefähr gleich viel auch noch PV-Freifläche. Also wir werden bestimmt sowas wie 4% der Freifläche nutzen müssen in Deutschland, wenn wir eine vernünftige Strommenge herstellen wollen. Und da gibt es meiner Meinung nach, das muss man den Leuten irgendwann mal sagen, wir brauchen das. Ja, Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. wir brauchen das. Eine weitere Frage von Volker H., der sich nochmal auf das Perovskite-Modul bezieht. Er fragt sich, ob das sozusagen trotzdem noch, Sie hatten das angedeutet, trotzdem noch selbst als Doppel- oder Triple-Modul Silizium als braucht und noch zusätzlich eine Trägergrundlage braucht, also wie Glas, oder ob man das direkt auf die, Sie hatten das Beispiel der Fassaden, direkt auf die Dachpfannen oder auf die Fassaden dampfen kann, wie auch immer. Ja, das kann man nicht. Das ist auch sinnvoll. Das wird immer auf einen Glasträger sein. Es wird oben ein Glasträger sein, unten ein Glasträger. Es hat einen ganz einfachen Grund. Man will das die Halbleiter und die ganze Schichtstruktur gegen Wasser und Sauerstoff schützen. Deshalb wird das verkapselt werden. Und natürlich muss das Glas oben und unten hin, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Siliziumzellen bestehen auch nicht nur aus Silizium. Also das ist eine Technologie. Jedes Display, das Sie haben, hat eine Glasverkapselung oder eine entsprechende Kunststoffverkapselung. Das ist vollkommen normal. Und das muss ja denn nicht plan sein, das kann ja gewogen, kann Ja. sogar flexibel sein, wenn ich das Genau, flexibel richtig. sein, gerundet sein. Das interessiert die Architektur natürlich, dass man vielleicht auch gekrümmte Fassadenelemente, gekrümmte Solarzellen hat. Klar, ja. Wie gesagt, wer uns zuschaut, Sie können gerne in den Chat weiter Fragen stellen. Ich komme nochmal auf die Dachpfannen zurück, weil ich habe irgendwo mal gelesen, ohne dass ich mich intensiv beschäftigt habe damit, es gibt schon Dachpfannen mit Solar drauf. Ist das Ja. sinnvoll oder wenn dann Hagelkorn oder ein Sturm kommt? Ja, genau, zwei Sachen, genau. Also es wird natürlich immer wieder gesagt, wir machen Dachpfannen für Solar oder wir machen Farbe, die für Solar gemacht werden kann. Das kann man bestimmt machen, das geht immer auf Kosten des Wirkungsgrades natürlich, ne? Also eine Solarzelle ist eigentlich ein ausgetüfteltes System, wenn sie dieses ganze, auch dass das Sonnenlicht richtig eingefangen wird, das kann man natürlich auch in Dachpfannen machen, dann verliert man aber Effizienz einfach. Aber man wird mit Kompromissen arbeiten, ne? Man wird auch mal Dachpfannen nehmen, weil die netter aussehen. Also eine Solarzelle. Und wenn sie Energie produzieren, ist ja gut. Also man muss ja auch nicht so päpstlicher sein als der Papst und einfach Flexibilität zeigen. Ja, Wir haben es ja angesprochen, vor Jahren brauchten die Solarzellen noch volle Sonne. Mittlerweile ist die Effizienz selbst bei Halbschatten noch gegeben. Wohin geht's? Also ganz schattig wird es sicherlich nicht gehen, Nee, aber.
Im Vollschatten kommt zu wenig Licht an. Es gibt aber Entwicklungen, die und das, also wo sind die starken Entwicklungen? Also einmal werden die Zellen immer effizienter, das ist aber ein langsamer Weg, das Material wird effizienter. Dann fängt man an, Solarzellen zu bauen, die Licht von beiden Seiten absorbieren. Und das liegt einfach dran, dass es, die Sonne kommt zwar von dieser Seite hier, aber es gibt ja drumherum Streulicht. Und das macht schnell mal so 20% aus. Also Sie können einfach die Effizienz erhöhen, indem Sie von hinten, gerade für so Module, die auf der Wiese stehen, können Sie nutzen. Das ist eben bifacial. Na, und dann denken wir an die Tandemzellen. Die machen natürlich, wenn sie richtig entwickelt sind, nochmal einen deutlichen Push. Und klar, das Ziel ist es, über den Tag hinaus mehr und effizienter und durchgängiger Energie zu produzieren. Vollkommen klar. Ja, ja. So, das ist klar, das ist alles schön. Wie gesagt, aber es ist natürlich schon genau die Diskussion auch, die jetzt alle Hausbesitzer und Mieter auf sich zukommen sehen. Also wenn dann die Fassaden, wenn dann die Dächer alle mit Zellen versehen werden, die ja auch... Sie haben zwar gesagt, sie wären billiger, aber durch die neue Technologie werden sie natürlich an irgendeiner Stelle auch ihren Preis haben. Wer soll das bezahlen? Also, da ist die Antwort vollkommen klar. Also Solarenergie ist mittlerweile, hatte ich ja gezeigt, eigentlich die günstigste Technologie. Vor allen Dingen, weil sie ja lokal ist. Sie brauchen ja noch nicht mal, wenn sie lokal das herstellen, brauchen sie noch nicht mal ein großes Stromnetz. Wenn Sie dran denken, all das andere, Kohle, Tageabbau, Kernkraft, Entsorgung, Erdöl, die ganzen Probleme, Gas ist teuer, dann ist eigentlich Photovoltaik unschlagbar. Die Frage ist, und das ist natürlich auch die wichtige Sache, wird man irgendwann in 10 Jahren so sein, dass jeder Solar auf dem Dach hat und unten eine Batterie, die die Energie eben speichert, ja? Damit sie sozusagen auch dann, wenn es dunkel ist, Licht haben, Fernsehen gucken können. Und da ist genau dasselbe wie bei der Photovoltaik. Wenn mehr Batterien produziert werden, werden sie günstiger. Und irgendwann wird es überhaupt keine große Rolle mehr spielen, dass sie sich eine Batterie unten in den Keller bauen oder das Dachgeschoss und da ihre Energie speichern. Ich glaube nicht, dass es das Thema sein wird. Das wird nicht das Thema sein. Wir gehen mal davon aus, dass all die Probleme, die sich rund um Batterie, um die Rohstoffe für die Batterie und für die Entsorgung der Batterie irgendwie auch lösen lassen. Ja. Das ist ja sozusagen nicht in erster Linie Ihr Problem. Sie erforschen sozusagen genau diese Fragen, wie praktisch immer mehr Strom aus der Sonne da erzeugt werden können. Das machen Sie an einer Universität, werden also von uns Steuerzahlern und über Drittmittel, DFG, was da alles ist, finanziert. Produziert werden die Teile dann aber in China und da wird dann eigentlich die Wertschöpfung stattfinden. Das ist doch ein Dilemma. Ach nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass zwischendrin der Photovoltaikmarkt in Deutschland zusammengebrochen ist, weil China eben günstiger produziert hat und zugegebenermaßen, ja, das sind zwar nicht so gute Module, aber natürlich auch gut subventioniert. Aber denken Sie jetzt hier dran, Beispiel Oxford PV in Brandenburg, die bauen derzeit eine Pilotlinie auf. Oder denken Sie natürlich Tesla, Batterieautos, Batteriefabrik. Gerade die Sachen, die High-End sind, und das werden auch High-End-Solarzellen sein, dafür ist doch Europa der richtige sind die richtigen Produzenten. Ne? Genauso, ich meine, es gab ja lange Zeit, wurden die fast alle Chips in Südostasien produziert und man hat gesagt, sollen wir da überhaupt rein investieren? Mittlerweile ist das großes Thema hier wieder. Wir müssen eben einfach High-End werden, wir müssen einfach das Beste hier produzieren und das können wir ja auch. Gut, da spielt auch die Erfahrung eine Rolle, dass sozusagen Lieferketten unterbrochen werden können, sei es durch einen querstehenden Tanker. Herr Neher, wir sind jetzt natürlich bei den Sicht, wir reden mal nicht über Windkraft, sondern wirklich über Solarmodule, über Felder von Solarmodulen, die dann in der Landschaft stehen. Sie hatten ja die Größenordnung genannt, die nötig sind. Mhm. Und dann kommt das... was der NIMBY-Effekt ist, Not in My Backyard oder gut Süddeutsch, Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd das des Nachbarn an.
Ja. Was sagen Sie denen? Also erstmal muss ich da wirklich auch viel Verständnis aufbringen. Gut, ich baue keine Solarzellen. Es ist wirklich, die Stadt und das Land müssen mehr miteinander reden, denn in der Stadt sagen wir, hey, wir sind gut, wir haben grünen Strom, aber das Windrad und die Solarzelle steht natürlich nicht in der Stadt, sondern die steht meistens auf dem Land. Und da sieht sie nicht immer so richtig schön aus. Deshalb natürlich auch Photovoltaik auf Dächern und an Fassaden. Und was ja jetzt passiert, man muss die ländliche Bevölkerung daran beteiligen, dass das auch Gewinn abwirft. Und dass es letztendlich für sie auch gut ist. Aber ohne diese Umwandlung kommen wir nicht weiter. Vielleicht das schöne Solarfelder, die zeigen zumindest, die erzeugen ja kein Schall. Und die sieht man wenigstens auch nicht immer, wenn man aus dem Fenster guckt. Ne? Also das ist der Vorteil von Solar. Man sieht sie nur parallel zur Autobahn und da stören sie denn nicht wirklich, könnte man sagen. Ja, vielleicht muss man ein paar Blümchen mal draufmalen, dann sieht es schöner aus. Sind sie aber nicht mehr so effizient. Effizienz ist natürlich auch so eine schöne Sache. Gerade die Woche, die Sie gezeigt haben mit dem, was wir so erwarten an Wind und Sonne. Da könnte man sagen, dann gehen wir doch bitte schön mit der Photovoltaik in die Gegenden der Welt, wo die Sonne immer scheint. Da gab es ja mal das Projekt Desertec. In der Sahara wird der Strom erzeugt. Ist das gut? Oder ist das auch wieder zu viel Abhängigkeit? Ja, wir werden abhängig sein. Ich bin natürlich kein Spezialist für Außenwirtschaft und Außenpolitik. Da habe ich natürlich schon umgeschaut. Also wir werden hybrid, wenn man so sagt, arbeiten müssen. Wir werden mit Sicherheit Strom hier herstellen. Und ich hätte ein anderes Bild zeigen können, wo tatsächlich im Sommer 50% unseres Stroms aus Sonne kommt. Wir brauchen natürlich Speicher- und Übergangstechnologien. Und ich vermute eher, dass es sein wird, jetzt nicht Strom aus der Sahara kommt, sondern dass da Wasserstoff produziert wird und zu uns gebracht wird. Und dann müssen wir es eben wieder umwandeln über... Sagen... Okay, so, jetzt sind wir sozusagen online und es läuft wieder. Also diese Kritiker aus sowohl aus Expertensicht als auch von Gegnern sagen ja immer wieder, ohne Importe wird der Industriestandort Deutschland gefährdet sein. Also werden wir doch ein bisschen importierten Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen haben. Oder ist das wieder zu politisch für einen Wissenschaftler? Also sagen wir mal, wie soll ich sagen? Das heißt ja nicht, natürlich wird man auch abhängig sein noch von Importen, von Stromimporten, sei es Kohle, sei es Kernkraft. Ne? Das wird erstmal so sein. Wir brauchen eine Übergangsphase. Wir haben ja wir haben weder die Ersatztechnologien derzeit für Kohle und Kernkraft, noch haben wir ausreichend grünen Strom. Das haben wir nicht. Da wird es eine Übergangsphase geben. Aber das ist wie bei der Corona-Impfung. Dann bin ich 3 Tage mal krank. Aber dafür lande ich nicht im Krankenhaus. Also ich meine, man muss eben auch mal, es gibt eine Übergangsphase und da ist eben auch mal, muss man eben nochmal Kernkraft dazu kaufen und nochmal Kohle dazu kaufen, anders wird es gar nicht gehen. Sehe ich ganz entspannt, ist so, sehe ich auch so. Sie haben ja einen freundlichen Kommentar von Volker, grün gefärbte Perovskite-Module können zumindest die Illusion von grünen Feldern aufrechterhalten. Ja, ja. Und er schließt auch gleich eine Frage an. Gibt es ein Peak Silizium analog zu Peak Oil? Also haben wir genug von den Zutaten für... Das ist eine sehr gute Frage. Also Silizium ist mal ein Nullproblem, weil die wird aus Sand gemacht. Ja, also sage ich mal, Nullproblem stimmt nicht ganz. Sand ist ja auch ein Problem, Bausand, aber eigentlich haben wir genug Rohstoffe da. Perovskite ist im Moment auch genug da. Da ist eher die Frage, da ist im Moment Blei das Hauptatom, Metallatom. Da Blei ist natürlich giftig. Ist natürlich die Frage, kann man die gut genug verkapseln, die Zellen, dass da nie was rankommt. Blei gibt es natürlich genug. Bisschen kritischer sind andere Zutaten, aber das ist ja noch nicht
wir wissen ja noch nicht, ob den Perovskit, wie wir ihn jetzt herstellen, letztendlich das sein wird, was uns die Energie großflächig liefert. Bei organischen Solarzellen ist es vollkommen unkritisch oder sehr unkritisch, weil das ist Kohlenstoff und Wasserstoff und das gibt es nun mal in großen Mengen hier. Wobei im Moment viele chemische Verbindungen natürlich aus Erdöl tatsächlich gewonnen werden. Aber das Erdöl wird dann wenigstens nicht verbrannt, sondern es wird eben umgewandelt in andere Stoffe. Also, und damit zeigt es, dass es doch auch ein wichtiges Naturprodukt ist, was sinnvoller genutzt werden kann, als es zu verbrennen. Ja, absolut, absolut. Also Öl zu verbrennen, Kohle zu verbrennen, ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Wir schließen jetzt einfach mal den Bogen nach knapp anderthalb Stunden. Jetzt hätte ich gerne natürlich den Blick in die Glaskugel der Zukunft. Oh, gut. Und zwar jetzt nicht so die überschaubare, die jetzt schon in allen Plänen von Regierungskoalitionen stehen, sondern vielleicht noch ein Stückchen ans Ende des Jahrhunderts. Wie werden wir dann Strom erzeugen und wie speichern und haben Sie eigentlich schon beantwortet, ist das bezahlbar, wird das bezahlbar sein? Ja, das ist, Also, diese Glaskugel, ich meine, die Diskussionen sind natürlich, wird man irgendwann Fusionsreaktoren haben, ne? Also können wir sozusagen Energie aus Fusion herstellen. Das kann kein Mensch im Moment sagen, das kann ich auch nicht sagen. Natürlich kann ich sagen, postulieren, dass wir hoffentlich dann im 2100 noch effizientere Solarzellen haben, sehr gute Speichertechnologien, sehr gute Umwandlungstechnologien für sogenannten Solar Fuel, also dann doch für Methan, Wasserstoff herstellen können. Das kostet natürlich viel Geld, das ist richtig. Wir brauchen die Verteilungsnetze, wir müssen regulieren, wir müssen Gas kaufen, das kostet natürlich viel Geld. Auf der anderen Seite ist auch eine Chance für die ganze Welt, ist die einzige Chance, die wir haben für die ganze Welt, das zu machen und auch für den Standort Deutschland, da auch Vorreiter zu sein in den Technologien. Da geht es ja nicht nur um Solarzelle und Batterie, sondern auch um Elektrolysatoren, die effizient sein müssen und so weiter und so fort. Steuerelektronik. Es gibt unglaublich viel, was sich ändern muss. Was ich mitnehme, ich habe und wir haben einen durch und durch optimistischen Professor Nehr heute erleben können. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Nehr. Ich bin Thomas Prinzler, sage für heute allen Danke fürs Vortragen, Fragen stellen und Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachtsfeiertage, trotz, ihr wisst schon, wessen Name nicht genannt werden darf, mit Harry Potter zu sprechen. Die nächsten Veranstaltungen der Reihe Stadtnatur Berlin Ökologisch Denken gibt es auch online. Jetzt am Freitag um 17.30 Uhr die Diskussion zum Thema Trockenheit und Dürre in unserer Region. Können innovative Wassertechnologien helfen? Und nächste Woche Mittwoch mit Professor Josef Settele, Countdown Natur, wie schützen wir die Vielfalt des Lebens auf der Erde? Dann um 19.30 Uhr und alles per Zoom. Diese Veranstaltung können Sie im Übrigen nachsehen, nachhören. Geben Sie gerne dann den Link auch weiter, der ist über die Urania zu finden. Tschüss, sagt Thomas Prinzler, mit einem Zitat von Karl V. im 16. Jahrhundert, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. In meinem Reiche geht die Sonne nicht unter. Gute Aussichten für Solarforscher wie Dieter Nehr und die Energiegewinnung. Tschüss. Vielen Dank.